kommt die unendliche Geschichte, der ist 18, irgendwann zu einem Kapitel, wo es nicht mehr ganz so unendlich aussieht? Ja, zurzeit hat man den Eindruck, dass ein neues Kapitel dazukommt. Die Frage, ob die Endlichkeit oder Unendlichkeit verlängert ist, da wären wir beim philosophischen Thema. Für uns ist die Realität, dass wir in unserem Bemühen, in unserem Kampf für eine Verbesserung der unerträglichen Situation in Lustenau nicht weitergekommen sind. Wir versuchen, unseres zu tun im Gemeindegebiet, auch in einer regionalen Zusammenarbeit, im Mobilitätsmanagement, in einer Mobilitätspolitik mit der Region, insbesondere mit der Hofsteigregion, übrigens, weil wir jetzt in Schwarzach sind, mit diesen sogenannten Plan-B-Gemeinden, Dinge zu verbessern. Aber was wir nicht verbessern können, mit allem Bemühen um eine Verkehrswende oder Mobilitätswende, dieser furchtbare Lkw-Verkehr, internationale Transit, auch regionale Transit, Schwerverkehr durch Lustenau, der die Anrainerinnen und Anrainer in unerträglicher Weise belastet, der ihre Grundstücke entwertet. Das ist eine kleine kalte Enteignung an dieser Strecke. Aber zusätzlich unsere gesamte Bevölkerung betrifft, vor allem junge Menschen, schwächere Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer. Warum? Weil das Gemeindegebiet durchschnitten ist in unerträglicher Weise durch diese Situation. Ich bin jetzt 22 Jahre in der Gemeindepolitik, 12 Jahre Bürgermeister. 2008 haben wir begonnen mit Mobil im Rheintal. Es war noch einmal ein Aufbruch mit der Manfred Rhein damals und der Landeshauptmann Sausgruber. Große Hoffnungen, dass man jetzt endlich eine erlebbare Lösung findet, wissend, dass es lange dauern wird, bis sie gebaut ist. Im Planungsprozess nach ein, zwei Jahren war nur noch eine Variante übrig damals, die Ostumfahrung von Lustenau. Ich wusste um den Sprengstoff im eigenen Dorf, um die Ambivalenz dieser Trasse. Damals noch nicht von Untertunnelung durchgängig die Rede. Ich habe mich dann eingesetzt, persönlich im Planungsprozess, für eine nächste Variante, weil wir gerade da in der Nähe sind, von Dornbirn Nord nach St. Margrethen, möglichst untertunnelt. Die Z-Variante, das Land hat sich dem angeschlossen, der Planungsprozess hat das präferiert, auch die Landesregierung damals noch. Herbst 2011 unter Herbert Sausgruber, wir haben in einer kleinen Delegation das Schlussdokument übergeben, vor 11 Jahren, man glaubt es fast nicht. Und die Hoffnung war, dass wir jetzt eine Variante gefunden haben, wissend, es wird nicht leicht, baulich, es wird nicht billig, dass wir aber am 11.11., der Vorzug ist eigentlich Pfasner da, oder? Aber dass wir am 11.11.2020 überraschenderweise erfahren haben, dass die Z-Variante ad acta gelegt ist vom Ministerium und die CP-Variante jetzt verfolgt werden soll.